Lokalaugenschein für die Mitglieder vom Purple Council in der Olympiahalle. Die Interpreten der WM-Hymne zur First Open World Champion Professional Latin präsentieren am Samstag dem Publikum ihr Lied. Ein wenig Nervosität ist natürlich vorhanden. Ja, natürlich, aber ich glaube, das gehört so dazu, einfach zu jedem Auftritt. Ja, das steigert die Konzentration und macht das Ganze nochmal lebendiger. Aber wir freuen uns natürlich alle drauf. Also es wird ein riesen Gaudi, auf der Bühne zu stehen und das zu präsentieren, ganz klar. Stardance lautet der Titel der WM-Hymne, die bereits als Video auf YouTube abrufbar ist. Der Song handelt von Musik und Tanzvergnügen. Die Hymne Stardance soll ja ausdrücken, wie sich die Tänzer fühlen, wenn sie unten stehen am Parkett, die Spannung sozusagen bis ins Unerträgliche geht, weil jetzt geht's gleich los, das Licht wird dunkel und alle Augen sind auf sie gerichtet, aber irgendwie versinkt man da natürlich in dem eigenen Tanzgefühl und genau das soll der Song ausdrücken. Das Video mit südamerikanischem Flair wurde in Tirol gedreht. Mauracher Machensee, die Beachbar bei der Markthalle und das Livestage in Innsbruck waren das passende Ambiente. Südamerikanisches Flair und Tirol als ideale Kombination. Interessant, weil es ja zielgerichtet ist. Du hast ja genau einen Fokus auf dieses Gefühl, auf diese lateinamerikanischen Rhythmen und dementsprechend soll das Ganze umgesetzt werden. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Ja, super. Ist eine schöne Kombination. Doch, auf jeden Fall. Die Berge und der Rhythmus. Es ist eine schöne Kombination. Die Band selbst ist zwar noch jung, die Musiker sind aber seit längerem im Geschäft. Bei der Sonderstellung natürlich ein Vorteil. Wir sind alles alte Hasen, sagen wir mal so, in der Musikszene. Es hat jeder so seine Erfahrungen gesammelt in den letzten 20, 30 Jahren. Und das ist jetzt eigentlich zugutekommen auch für den Song. Ausgesucht wurde die Hymne mit einem Casting, bei welchem sich WM-Organisator Ferry Pole sofort in den Stardance-Song verliebte. Wir sind zwar eine Rockband eigentlich und der Cha-Cha-Rhythmus war für uns natürlich auch eine Herausforderung, weil es nicht der übliche Sound ist, den wir eigentlich machen. Haben uns dann daran gemacht und haben in kürzester Zeit den Song aus dem Boden gestampft und eingeschickt. Und der wurde vom Herrn Pole, von der Tanzschule Pole dann ausgewählt. Und hat ihm von Anfang an immer schon gleich gut gefallen. Wer beim Finale der WM nicht dabei sein kann, kann sich von der WM-Hymne auf alle Fälle im Internet vom südamerikanischen Flair begeistern lassen.